Schalömchen, Freunde. Schalömchen. Heute machen wir eigentlich einen ziemlich krassen Umbau. Und zwar, könnt ihr wahrscheinlich schon im Thumbnail sehen, Captain America Scooter. Den werden wir jetzt komplett lackieren. Wir müssen machen den vorher sauber. Und kommen Sie mal mit. Ich habe da nämlich schon mal vorbereitet. Und zwar, so soll er nachher aussehen. Erster Schritt ist, den Scooter sauber machen. So, der Scooter ist jetzt fast picobello sauber. Wir sind noch mit einem Reiniger drüber gegangen. Jetzt kommt es erstmal darauf an, dass wir die Sachen abkleben, die wir nicht lackieren wollen. Ja. Und zwar erstmal das Dashboard. Die Metallstange wird komplett in Blau, also wie auch hier. Quasi alles, was aus dem Scooter, was im Scooter aus Metall ist, wird komplett blau gemacht. Das heißt, ich klebe jetzt hier das Plastik ab, damit wir gleich hier vorsichtig lang sprayen können. Freunde, beim Lackieren, natürlich sagt jetzt hier mit der Dose immer so eine Sache, ist es wichtig, dass man nicht hingeht und macht so, dann sieht das absolut scheiße aus. Man macht immer erst so ein Probeding und geht dann ganz leicht schichtförmig über das Ganze drüber. Dann habt ihr auch nicht diese krasse Tröpfchenbildung. Natürlich ist das hier, wie gesagt, nicht abgeschliffen und ist auch mit der Dose immer suboptimal. Dann kann man das leider nicht immer vermeiden, aber so habt ihr auf jeden Fall die besten Chancen, dass das nicht passiert. Und an ein paar Stellen kann man später immer noch mal nacharbeiten. Schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ja, ist auf jeden Fall schon blau. Jo. Also die Farbe, die wir wollten. Wollten wir nicht Mayonnaisenfarben? Ach ja. Verdammt. Das fast komplette Metall ist lackiert. Jetzt kommen wir zu den Kunststoffteilen. Ja, ein paar Kleinteile machen wir noch blau. Ist auch ganz gut geworden. Da gehen wir natürlich gleich nochmal drüber an ein paar Stellen. Ist tatsächlich echt gut geworden. Keine Nasenbildung hier, so eine leichte. Aber das machen wir später weg, wenn es trocken ist. Ansonsten bin ich echt zufrieden dafür, dass man das seit 20 Jahren nicht mehr gemacht hat. Sieht echt ganz gut aus. Wie gesagt, ist jetzt noch teilweise ungleichmäßig. Aber mit der zweiten Schicht, dann kriegen wir das auch. Jetzt haben wir hier hinten das Kennzeichen abgeklebt und die Rückleuchte oder diesen... Ja, das Rücklicht halt. Und werden dann hier auch nochmal ganz grob einmal drüber mit dem Blau. In Blau. Wir werden gleich das Ganze lackieren. Außer die beiden Sachen, die jetzt blau kommen, werden wir einmal den ganzen Scooter, zumindest die ganze Schutzmatte, erstmal in Rot überlackieren. Und dann kommen die Konturen. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ja, natürlich musst du jetzt. Das ist nicht mal blöd, wenn man es draußen macht. Hast du manchmal, dass hier so Fussel drauf fliegen. Lässt sich leider nicht vermeiden, Freunde. Wir haben jetzt hier keine staubfreie Halle. Aber ich denke, für so einen Scooter wird es reichen. Also Freunde, erste Schicht ist drauf. Zweite so halb. Wir werden jetzt mal hingehen. Wenn die Folie teilweise schon mal, oder wir können ja fast schon komplett abmachen. Bei der Hitze hier trocknet das ganz gut. Boah, ist echt warm. Da spitzt man sich echt kaputt. Und haben wir ja gerade schon gesagt, aber... So viel mal eben aus. Mit der Dose lackiert, ist das echt nicht schlecht geworden. Das sieht echt gut aus. Das sieht orange. Ja, Freunde, die erste Schicht rot und die zweite Schicht rot sind drauf. Jetzt machen wir nochmal hier die Feinheiten. An sich sieht das schon ganz geil aus. Das ist auf jeden Fall so richtig knalliges Rot. Das kommt dem Schild schon sehr nahe.
Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera auch so geil rüberkommt. Wenn wir gleich nochmal die ganzen Feinheiten ändern, also die ganzen Feinheiten korrigieren, wenn wir die Folie abgemacht haben. Und dann haben wir eigentlich schon, finde ich, eine ganz gute Lackierung hingekriegt, dafür, dass wir mit der Dose eben hier gemacht haben. Aber da sind wir lange noch nicht fertig. Dann Nein, da kommen die Feinheiten. Ja. Da kommen halt noch die ganzen Details. Das ist das halt, was das ausmacht. Jetzt ist das nur ein blau-roter Scooter. Gehen wir hier nochmal drüber. Richtig immer schütteln, damit das nicht so die Farbe spritzt sonst so ein bisschen. Habt ihr so kleine Blasen da drauf. Das lässt sich hier auf dem Gummi eh nicht so richtig vermeiden. Aber dafür haben wir das ganz gut hingekriegt. Spritzblasen. Fennig ist die Laube. Unser erster Scooter, den wir tatsächlich komplett selbst lackiert haben. Und ich finde, der ist echt gut gelungen. Das Muster sieht mega aus. Das Blau ist richtig gut geworden, deckt auch richtig krass. Das mit dem Schild vorne dran ist auch mega geil. Ich finde, das sieht jetzt aus, als hätte der so ein Gesicht. Ja. Uns ist nämlich da ein kleiner Fehler passiert. Das A, was hier drauf ist, ist, wir haben das Ding falsch rumgehalten. Das sieht aber aus wie ein Bärchen jetzt. Das sieht aber aus, als wäre es Absicht gewesen. Deswegen haben wir es einfach so gelassen. Und hier die Sterne, die nehmen so natürlich ein bisschen die geben ein paar Akzente. Ja, ist halt das Sternenbanner, das typische. Ich finde, das ist echt geil geworden. Also Leute, schreibt in die Kommentare, ob wir sowas häufiger machen sollen. Ich meine, dafür brauchen wir erstmal einen Scooter und Zeit. Ja. Aber heute ist Sonntag und gesagt, machen wir jetzt mal. Und ich finde, das hat richtig Bock gemacht und ist auch gut geworden. Ja, mega gut geworden, ohne Scheiß. Ich meine, kann ja mal hier richtig nah an den, bisschen dunkel vielleicht schon. Aber ihr seht ja, das, wie das spiegelt, das ist richtig gut geworden hier teilweise. Das gut, echt so ein Scheiß. Ist auch schön glatt. Okay, Freunde, ich denke, das war's. Das war auf jeden Fall übertrieben viel Arbeit. Das hat jetzt echt unnormal lang gedauert. Deswegen wäre echt geil, wenn ihr uns so ein Abo reinschallert. Und, schallert ein Abo rein, tut einfach mal teilen und liken und... Vielleicht reagiert ja mal der ein oder andere drauf und sagt, was er davon hält. Mit so, ja, ich fand den vorher geiler. Nein, der sieht jetzt cooler aus. Ja. Oder ihr habt echt eine Idee, so, macht doch mal einen Hulk-Scooter. So, ja, irgendwie sowas. Grün. Aber ganz ehrlich, das sieht mega aus. Ja. Na gut, Freunde, das Ding ist noch nicht 100% trocken. Wir lassen nochmal hier stehen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann, wie gesagt, abonnieren nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal.